Zurück zu den Ursprüngen lautet das Thema von heute und deswegen spielen wir Ark Survival Evolved. Schreibt mir gerne gleich mal in die Kommentare, ob ihr ASA oder ASE mehr fühlt. Und let's go, ich konnte beim Vibe leider direkt nicht da sein, weil wir ja noch das Minecraft-Projekt spielen. Aber zwei von meinen Mates haben schon mal angefangen und uns ein kleines Red Hole auf Gen 2 bebaut. Der Server hat anfangs, als ich noch nicht da war, leider ziemlich geleckt, was mitunter zu diesem lustigen Clip hier geführt hat, den ich zugeschickt bekommen habe von PSQ, einem meiner Mates. Aber jetzt komme ich ja dazu, um die beiden zu beschützen. Was soll da schon noch schief gehen? Über den Like würde ich mich mega freuen und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Hinter dir. Du hast das Schild, ne? Ja, ja, ich bin's. Hallo. Okay, wir gehen gerade runter. Mhm. Hallo. Ja. Hier? Ah ja, ich seh dich. Gut. Gut. Ja, das kriegst du dann schon noch. Geilo. Also sieht schick aus. Ein Wyvern. Captain hat eine Wyvern. Ja, die haben wir geradet, die Wyvern. Er hat sie nicht angenommen, der Typ. Dann haben wir sie halt angenommen. Okay. Genau, dann du kannst dir eigentlich alles nehmen. Ja, ich glaube, hier rechts mal hast so du an. Kryo, genau, kannst du einfach alles anschauen. Nimm dir einfach, was du brauchst. Momentan, es gibt eigentlich bei uns keine Regeln, außer wenn man halt Tiere hat, dann benennt man sie einfach, sonst kann man abbauen. Ja, okay. Gut, das ist, glaube ich, Standard, oder? Ja. Und weil ich mich in meinem neuen Team natürlich gleich nützlich machen möchte, geht's jetzt erstmal farmen. Und auf welche Map gehe ich wohl farmen? Dreimal dürft ihr raten. Und ich sag's euch ehrlich, ich habe jetzt 6 Monate lang nur ASA gespielt. Und jetzt endlich wieder ASE zu spielen, fühlt sich an, als würde man nach einem langen Urlaub endlich nach Hause kommen. Es ist mega vertraut und macht super viel Spaß. Und ich glaube, es werden hier auf diesem Kanal noch sehr, sehr viele ASE-Videos kommen. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Weil wir haben uns die ganze Zeit Haare geschnitten und sind immer noch nicht, haben immer noch nicht genug Haare. Scheiße. Du bist schuld. Ja, aber wirklich, uns fehlen noch 6 Haare. 6 Haare, finde ich. Alter. Ihr habt doch noch einen Bart, den ihr mitschneiden könnt. Oder ja, ach nee, das machen wir auch, also. Aber zu zweit ist das Zeug wechseln wir nicht. Nicht wie im Real Life. Ja. Wir sind Alter, beide queer, weißt du? Ich glaube, ich habe eine Base gefunden. Ja, Tatsache. Ich habe auf Gen 1, dort wo ich Metall farme, eine Base gefunden, eine Steinbase, siehst du. Aber ich habe halt nichts zum Springen dabei. Dann kannst du dir was holen, komm. Ah, hat die nicht mal Turrets oder was? Nee, nur eine Steinbutze. Da ist, denke ich, nichts drin. Warte mal, der Miner macht doch Damage an Stein. Ja. Ist die Frage, hält der Miner das aus? 500 ist schon weg von 15.000 von der V&D. Ich travel? Könnte hinkommen. Ja, ich try mal. Der Miner geht vorher broken. Haben wir zu Hause schon irgendwas zum Sprengen? Irgendwie eine Rocket oder so? Ja, du kannst die C4 herstellen. Okay. Und nicht wundern, ich habe am Anfang ja gesagt, dass wir zu dritt sind. Man hört aber die ganze Zeit nur mich und PSQ reden. Unser dritter Mate heißt Captain und der sagt eigentlich super selten was. Der ist mehr damit beschäftigt, jeden Player zu killen, den er aus dem Augenwinkel wahrnehmen kann. Ey, was die Leute alles eingesteckt haben. Hast du wieder eingekillt? Ich glaube, fünf Spinos gerade gelootet. Was? Alter. Krass. Also man muss mit dir durch die Gegend fliegen, ja? Ja. Ich würde sagen, unser Kill. Ja, unser Kill. Ich habe auch drauf gehittet. Ich habe auch drauf geschossen. Also ich habe 20.000 Metall mitgebracht. Metall. Und jetzt... Ich will nur die Haare. Ja, die muss... Kannst du mir die nicht schneiden, Fixi? Sollte eigentlich gehen, wenn das nicht bockt. Sie war aus dem sicher stechen mit der Schere. Ja, das kenne ich. Schmeiß sie mal raus. Was? 2 Haare. Ja, genau, 2 Haare brauchen wir. Ich habe genau 2. Ich kann es hier in die Smithy reinmachen. Perfekt. Zu viel. Gut, die Nanny läuft. Die ist jetzt da. Ich mache die Base jetzt auf. Ich freue mich voll. Endlich mal. Ja, na, es geht einfach nur darum, wieder ASE so, weißt du? Das Gefühl. Ja, das Gefühl des Sprengens in ASE. Genau. Ich verstehe dich. So, Steinbutze. Sie steht auf jeden Fall noch. Wurde das repariert? Nee. Das sein können, dass der online ist noch. Boom. Geilo. Okay, er liegt auf jeden Fall nicht hier drin. Der ist wirklich schon umgezogen. Ja, mal gucken, ob noch was da ist. Nee, scheint umgezogen zu sein.
Im Sumpf standen überall random Bloodstalker rum und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, die zu killen und ein bisschen was für den Tribescore zu tun. Aber unsere Red Toll ist schon also free, also das muss schon noch wissen. Ja, auf jeden Fall. Sie frage ich ja gerade, ich weiß nicht, ob du da bist oder so. Also ich weiß nicht, was jetzt fehlen würde für noch mehr Heavies. Was halt immer fehlt, ist Polymer. Danach ging es nach Lost Island in die Wüste. Ich wollte dort ein paar Jobs hunten, in der Daedon holen und auch noch ein paar Caves scouten. So, wir haben eine Schneeule. Eine Schneule. Eine Schneule. Hallo, Golem. Nee. Jetzt zum Beispiel fehlt mir der Fotomodus. Ach ja, aber ich kann mit K hier durch den Boden gehen. Da ist wieder eine 150er-Eule mit. Ey, warum sind sie alle so geil auf Spinos, Alter? Ich hab schon 3 Spinos gelootet. Alter, wie viel Kills der macht? Ich hab noch nicht mal einen Typen gesehen. Ich hab auch eine Base gefunden, irgendwo jetzt, wo ich den verfolgt hab. Ich muss schauen, ob ich die noch finde. Das ist Wahnsinn. Ja, also, ich weiß nicht, aber ich finde keinen High-Level-Unkill hier. Dies ist vielleicht nicht die richtige Map, um Ankillers zu teilen. Ich hole immer alles auf Gen 1. Auch Anken, Archies, Dödies, was, alles. Gen 1? Ja, auf Gen 1. Why? Weil. Ich meine, also, weil da keine Flyer vorbeikommen und dir irgendwas kaputt machen. Ja, das stimmt. Aber im Schnee sind so viele unterwegs. Ja. Genau. Und das ist so ungewöhnlich, deswegen ist da auch keiner, weil die alle sagen, hey, John Won. Ja, eben, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, genau. Was willst du da? Ja. Na, ich habe 2 Schweine, das Männchen ist High-Level, das Weibchen nicht, aber es ist halt erstmal ein Pair, ne? Es ist, by the way, so ungefähr 3 Uhr morgens am Wipe-Day und langsam schlägt die Müdigkeit zu, aber eigentlich möchten wir gerne die Base aufmachen, die Captain gefunden hat. Ja, also brechen wir dann jetzt auf dahin und wie machen wir die Base? Was du ist bist, so? Wollen wir die, können wir machen. Na, die Captain gefunden hatte, oder? Der Player war gerade hier, also wir bauen halt irgendwas zum Soaken. Wir haben halt nur eine Turtle. Oder zum. Ja. Und die Frage ist halt, wie capped sind die Turrets? Also capped sind sie eh nicht, aber wenn da nur 10 Muni drin ist, dann ist halt free. Wir hätten 2 und Racer. Ja, stimmt, wir haben noch die Racer auch. Wir können einfach die ganzen Spinos reinhauen. Ja, scheiß auf die Spinos. Brauchen wir nicht. Wir bedecken die Base einfach mit Spinos. Ja, Bloodstalker oder so dass... hast du aber nicht zufällig gelootet, oder? Von denen? Doch 2, aber die sind glaub, low level. Es ist egal. Ich will nur, dann kann ich. Wir haben so viele Tiere von Players, das ist wirklich crazy. Ja. Wir haben ja 20 Tiere gelootet heute. Ja, geil, oh echt. Darf ich mir da einen nehmen, ja? Ja, ich hab den noch nie benutzt. Nee, nur wenn ich. Weißt du, wegen Trike würde ich mal auf Gen 1 auch mal gucken, mal fix. Vielleicht ist ein Tech-Trike dabei, der cool ist. Und da ohne Tech-Suit zu bewegen oder ohne Bloody ist schon... Naja. Ist schon mieser, ja. Deswegen, dann nehme ich lieber ein Bloody mit. Das finde ich ja, dann deutlich. Ja. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich jetzt irgendwo hier in Turrets rein dive mit meinem Bloody. Das ist immer sehr risky, finde ich. Wenn der hier einmal Speed aufbaut in dem Lunar, ist dermaßen schnell weg. Das ist, also ich sterbe am meisten an Turrets, wo ich reinfliege. Das ist so. So, also. Auf dem Server war es so, dass die meisten Tiere an Tag 1 noch gar nicht zähmbar waren. So zum Beispiel Stegos. Ich habe sie mir trotzdem mal angeguckt. Genau wie typisch 18 HP, aber 32 Oxy Pre-Tame. So typisch Stegos. Ach so, wegen Rex. Sind die jetzt zähmbar? Den würde ich direkt mitnehmen, wenn es geht. Tight. Oh, jetzt lauft er halt bloß nicht runter, Rex. Ja, kommen sie her. Der ist arschloh, der Rex, Mann. Your Bloodstalker is sucking your blood. Ganz geil, echt. Ja, das war auch echt klar, ne? Der Bloodstalker ist auch einfach irgendwo hingeflogen. Läuft schon wieder super hier. Typischer PvE-Struggle, Alter. PvE-Struggle. Geilo.
auch tot. Oh. Du hast ja gesagt 3 Minuten, ne? Ich muss mal zurück. Ja. Das waren 3 Minuten. Das waren 3 Minuten. Ist auf jeden Fall schon gekommen, das Baby. Ich hoffe, es lebt noch, wenn ich da bin. 45. Ach, ich muss ja den Platzdruck auch wiederholen. Der ist abgehauen. Ja, jetzt wäre natürlich Tracken optimal, ne? Oh, also, ob ich den wieder finde. Ich habe keinen Plan, wo der ist. Warte mal, hier? Das sieht doch aus wie meine Blutspur. Dann ist er doch hier runtergefallen. Mal gucken, wo ich da rauskomme. Jetzt auch mit hier runtergesprungen. Aber hier ist keiner. Ich habe noch einen Raid gefunden. Übrigens. Noch ein Raid, okay. Da steht nur ein Heavy. Okay, und das Free, das sind wir. Ich glaube, das Stuhl kannst du umlaufen, aber müssen wir halt zu dritt oder so hin. Mhm. Weil da waren 2 Player. Ja, ich komme jetzt eh heim, ich habe keine Hose mehr. So kein Stego, kein Trike, aber halt den Rex. Alter, ich habe den Platzdrucker gefunden. Er ist wieder da. Hast du ihn gefunden? Ja, ich wollte gerade zum Teleporter, bin komplett in die andere Richtung gerannt und da steht der einfach. Ich habe keine Ahnung, wie er herkommen konnte, aber okay. Ich würde nicht empfehlen, sich auf den draufzusetzen. Server restartet in 15 Minuten. Und in der Zeit bis zum Server-Neustart haben die mit dem einen Turret einfach 5 oder 6 Heavies gesetzt. Das heißt, das war für uns ohne Tames erstmal nicht tradebar. Dafür hatten wir Probleme an unserer eigenen Base. Das andere können wir probieren. Okay. Ladyboy ist in unsere Turrets geflogen. Darum haben wir hier Cooldown. Wir wurden entdeckt. Das ist ein Problem. Mhm. Liegt der hier oder was? Ja, ich habe ihn schon abgebaut. Da ist Typ ist hier, der ist direkt vor uns. Achtung da. Man kann ja pingen. Ja, du kannst pingen, ja. Also ich muss kurz die Turtles reinbringen. Was ja, ist hier. Vor mir. Komm. Der sprengt, okay. Nee, er hat mir eine Rocket in die Fresse gehauen. Er ist nicht gesprengt. Wir sind auf... Komm. Da unter der Brücke? Ist unter der Brücke ist das durch? Er oder bist du das? Ja, ich werde. Ja, das bin ich. Okay, gut. Ich aim halt schnell. Sorry. Ist gut. Unter der Brücke. Ja, er ist noch da. Ich sehe ihn. Alles gut. Ja, ich hab dich. Sorry. Ist gut. Ich sehe ihn. Hat einen Hit. Ah, ist hinten an der Cave dran da. Da vorne. Ja, da vorne, aber es ist gedippt. Du bist auf der... Ah, ich komm. Der kommt wieder rein. Ich komm, ja, ich seh ihn. Da, oben. Der ist irgendwie hier oben dran, hier. Echt? Da. Ping ihn, hinter. Komm. Ja, ich seh ihn. Er geht wieder raus. Er ist hier oben. Ich werd perforiert, Anna. Er ist wieder drin. Ich werd einfach vom Shadowman perforiert. Er geht raus. Bro. Ist er raus? Alter. Na, jetzt hab ich das PV. Ich komm auch mal. Sehr gut, Alter. Das ist nice. Der wollte sprengen, ne? Der hatte Rockets dabei. Ja. Der wollte runnen. Der will mit Brimflak da reinrennen. Ja, aber wenn wir halt offline gehen, fuck. Also. Offline Raid ist halt schon schwierig. Du kannst P klicken und zeigt sich an. Ah, cool, das wusste ja, ich nicht. Das ist richtig geil, ja. Aber das soll nur kommen, also. Action. Ja, aber der wird halt kommen, wenn wir nicht da sind, ne? Das ist eben das Problem, was wir haben. Ja, dann zieh mal dumm später das so. Also online kein Problem, aber offline. Der wollte uns offline, der Kleine. Mhm. Ich hätte es gern gesehen, wie mit Primflag anfängt zu runnen. Ich habe noch einen roten Job gelootet, da war ein verbesserter Schweinesattel drin. Ja, Captain, soll wir jetzt da hinkommen oder sollen wir lieber nochmal wegen den Trikes gucken? Wir haben Captain, ja, will raiden. Wir haben ja nichts, ne, ich bin auf Crystal. Ah, okay. Dann Trikes gucken. Okay. Der hat einen 174er Stego mit 36 und ich dachte, man kann Stegos noch nicht zähmen. Nee, kann man auch nicht. Der also liegt aber. 24 Stunden. Ach, meinst du, der konnte den da nicht füttern? Ja. Ah, okay. Aber ich meine, 36 HP ist schon... Wäre nice gewesen für ihn, ne? Ja. Naja, hier halt ein Strike, 168, 25 HP, aber 32 Food.
Der nächste daneben 168 sind 17 HP, aber 32 Oxie. Die sind alle so. Ja. Das habe ich vorhin schon keinen mitgebracht. Die sind so beschissen alle, weißt du? Jetzt ist irgendwie egal, dass der so. Vorher nicht. Top sein. Müssen wir nur was soaken da. Ja, eben. Ich würde. Ja. Also, wenn ihr jetzt. Also, ich meine, ich kann sie jetzt mitnehmen, deswegen habe ich es euch gesagt, wisst ihr? So, wenn ihr sagt, ja, nimm, dann mache ich das. Nimm einfach mal mit, weil das Tempel ist wirklich free. Du schießt da fünfmal drauf. Ja, du hast schon recht, ja. Also, ganz einer ist jetzt schon gefressen worden. Rex hier hat nämlich richtig Bock, oder? Zwei Rexe und ein Strike. Ja, nee, der ist tot. Oh, ich glaube, jetzt habe ich den Disconnect. Luna ist auch da, wo du den Disconnect haben willst, Mann. Ich bin im Reconnect gestorben, aber ich habe meine Sachen wiedergefunden. Den Rex gekillt, der mich gekillt hat. Aber jetzt bin ich wieder nackt. Es scheint so, als wäre heute mein Tag des Nacktzähmens. Fühle ich mich auch sehr wohl auf einem PvP-Server. Ja, aber du hast ja gesagt, Gen 1, gemütlich. 3 Uhr morgens, da passiert. Ja, also ich sag mal so, das ist die Map, auf der ich mit Abstand am liebsten nackt rumlaufe. Strike liegt. Er ist von 23 auf 33 HP hoch. Hier ist nochmal ein 120er Strike mit 23. Den nehme ich noch mit. Passt perfekt zu meinem anderen, der hatte nämlich den gleichen Start. Und dann rollt er auf 55. Von 23? Mhm. Jetzt kriegt er noch einen Arsch gebissen von dem T-Rex. Unpowered. Liegt und rein. Oh geil. So, 23, 30. Geil. Ist noch schlechter als der andere. Der andere hat 33 immerhin. Alter, ich glaube, er wird eh gefressen. Ja, er ist eh tot. Die müssen halt schon ein bisschen Leben haben. Aber ich habe hier noch, in dem Moment, wo ich putten wollte, 174er Rex mit 30. Den lege ich noch. So, bitte lass jetzt wenigstens den Rex noch gut rauskommen. Alter, ich habe gar kein Fleisch. Aber zum Glück gibt es ja den Shop von dem Server. Und da konnte ich mir ein bisschen Fleisch kaufen. Okay, der kam mit 42 raus, der Rex. Das Gute ist... Nee. Beide Rexe, die ich habe, beide mit Level 42, sind beides Females auch noch. Also maximal dumm. Zu Hause gab es natürlich auch so noch ein bisschen was zu tun, zum Beispiel ein paar mehr Heavies zu stellen, damit das Red Hole nicht ganz so easy zu raiden ist. Aber es ist klar, dass es an sich kein guter Spot, er ist nur einfach nicht sehr bekannt. Ich habe da nochmal die zwei Trits umgestellt, ich hoffe, das ist okay. Ich fand ja, die irgendwie cool vom Winkel so. Ja, ja, klar. Im Vault sind ein paar Kids so, Flak, Waffen und so ein Zeug. Hast du das schon wieder gelootet oder? Also von Kills oder? Nee, ich wollte ein paar Drops holen. Okay. Die Müdigkeit hat dann gekickt und ich bin ins Bett gegangen. Die anderen beiden haben noch ein bisschen weitergemacht, aber bei mir ging echt gar nichts mehr. Und ja, wie es weitergeht, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ASE wiederfindet. Und schaut doch gerne bei Twitch mal vorbei. Tschüss.